Jeder, der in der Meditation auch nur eine winzige Idee bekommt davon, wie es aussieht, wenn man nicht mehr sich auf die Sinne nach außen richten muss, hat eine Ahnung davon, was es bedeutet, wenn man das ablegen kann. In unserem täglichen Leben sind die Sinne natürlich nicht abzulegen, aber unsere Reaktionen auf die Gefühle, die davon kommen, weil wir sie erkannt haben, als was es ist. Es ist nichts weiter wie wie das Leben in einer solchen Begrenztheit, dass es nicht nötig ist, uns damit abzufinden. Wir haben einen Geist, alle, der erleuchtet werden kann. Wir brauchen uns nicht abzufinden mit einer Ebene, auf der wir leben, wo das Licht noch nicht hineingeleuchtet hat, noch nicht mal in einer kleinen Ecke. Wir brauchen das nicht zu akzeptieren und wir brauchen es nicht für uns selber als eine Wichtigkeit anzusehen, sondern wir können es als das Wichtigste in unserem Leben ansehen, uns dort zu entfernen und in eine höhere Ebene zu kommen. Auf dieser höheren Ebene, wo wir das Ganze anfangen zu sehen und nicht immer nur diesen winzigen kleinen Teil. Dieser winzige kleine Teil ist dasselbe wie das Ganze. Und wenn wir nur diesen winzigen kleinen Teil immer anschauen, vergessen wir ja, dass es das Ganze gibt. Und wenn wir das vergessen, dann haben wir gar keine Möglichkeit, unser Bewusstsein abzuheben. Das Ganze ist auch nur ein Wort, aber es gibt vielleicht eine Idee davon. Wir müssen uns auch einmal vielleicht damit abfinden, dass das ewige Wiedergeborenwerden auch in diesen Weltallkreis gehört und nicht nur abfinden, sondern es erkennen als als das, was uns zu diesem wahren Idee des Individuums gebracht hat. Wir können nur wiedergeboren werden, weil wir die Begierde haben. Und diese Begierden sind das, was uns immer wieder in diese kleine, begrenzte, verengte Denkart zurückstößt. Begierden sind das, was uns immer wieder Leid verursacht. Es gibt nichts anderes. Es ist einfach genug zu sehen, aber es ist schwer genug, es loszulassen. Und das Loslassen auf dieser Ebene von unseren Begierden scheint mir ganz unmöglich. Darum, auf die andere Ebene durch die Meditation und dort ist das Loslassen von den Begierden nicht mehr so schwierig, weil sich die ganze Perspektive geändert hat. Viele haben hier die Meditation auf jeden Fall einen Beginn dieser anderen Perspektive schon erlebt, einen Anflug davon. Das ist wichtiger als alles andere, was einem passieren kann, weil das ist der Beginn des Fluges. Es ist der Anflug, um zu fliegen. Und dieses Fliegen bedeutet, dass wir einmal nicht mehr auf dieser Schwere uns bewegen, wo die Gesetz der Gravity, der Schwerkraft uns immer wieder runterzieht
Und diese Schwerkraft ist im Geist, das ist, ich meine es nicht körperlich. Körperlich können wir nichts dagegen tun. Bis wir hier diesen Körper verlassen, werden wir wohl auf dieser Erde rumtapsen müssen. Aber der Geist braucht da nicht mitzumachen. Und der Anflug dieses Fluges auf eine andere Ebene, wo das Weltall unser Heim ist, das wird in der Meditation gemacht. Und wenn das Weltall unser Heim ist, dann sieht das alles, hat das alles eine ganz andere Aspekte. Die Möbel, die uns vielleicht gehören, die sehen im Weltall reichlich komisch aus. Und genauso ist es auch mit diesem Körper. Und genauso ist es mit unseren Gefühlen und die Reaktionen darauf. Im Weltall sind unsere Reaktionen auf unsere Gefühle auch nicht allzu angebracht. Und das ist vielleicht ein wichtiges Weg zu sehen, was die Meditation für uns tun kann.